Siehst du diese drei Sicherheitskameras? Ja, mitten im Weg. Ich bin so blind. Zerstöre sie bitte für uns. Jetzt kann ich hier auf einmal kratzen, ja? Was ist das für ein Geräusch? Ich habe letzten Monat erstmal eine Kugellager geölt. Egal. Hey, ich mach dein Mixtape. Gut gemacht, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis, du hast ihn dir verdient. Gegensteinerung. Gucken wir mal, was hier passiert. Die Person, die du erreichen willst, ist momentan nicht erreichbar. Nimm mich auf mit dem Unsinn. Ach komm, ich gehe ganz nach oben, da ist sie bestimmt, die Dame, die wir hier suchen sollen, Clementine. Die aus der Werbung. Jetzt wie Clementine. Was wolltest du noch? Ich sollte mal eine versuchen, meine eigene Variante von dir zu bauen. Ich wette, jeder würde eine haben wollen. Bestimmt, jeder würde mich haben wollen. Hab dich. Hallo Clementine. Hallo Getränk. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also hat Balthasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr gut. Sehr groß bist du ja nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du mir helfen. Folge mir. Okay, ich kann erstmal gucken. Wo kamst du her? Was?
erstens krank. Gefällt mir. Dann hier so eine schöne Chillout-Ecke. Was kann ich hier machen? Ah. Und dann kann ich nach oben. Geil. Und mich hier schön hinlegen und erstmal eine Runde ratzen. Wir haben ja schon viel zu viel gemacht hier. Und da fährt die Kamera nach hinten und zeigt uns den Kram hier. Und dann gucken wir uns schön die Wohnung an. Ich würde gerne wissen, was das draußen für Pflanzen sind. Und ob man die eventuell rauchen kann. Dun, dun, dun. Schöne Musik. Und schönen Arbeitsplatz hier eingerichtet. Ich habe schon eine ganze Weile an einem Plan, diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir bräuchten, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu besorgen. Ich weiß, dass die Nico Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist ein Roboter mit Bomberjacke und einer Goldkette. Überbring ihm diese Nachricht. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik einzuschleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Lockt sich jetzt irgendwo ein, um irgendwas zu suchen, was ich nicht verstehen werde. Zumindest sagt sie das, wenn ich sie frage. Oh, ich habe ein Mixtape, das ich irgendwo einsetzen kann. Ich habe eine Nachricht für einen Bomberjackenträger mit. Goldkette, 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 Goldkette. Das ist Motion Capture von ihm. Gut. Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stuhlflache zurückkommt und mir hilft, diese Hütte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, wird er was erleben. Stuppelache. Niemand kann den Laden betreten, wenn der wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte das auch eine Weile dauern. Ja. Okay, ich brauche die Bar. Das ist keine Bar.
Wunderbar. Ne, hier ist Sushi. Auch zu. Die festgenommene Person war nicht Clementine. Such fortsetzen. Residenz Ladenstraße Neko. Gegenstand einfügen. Ich habe jetzt eine Jacke gestohlen und ich weiß nicht warum. Hätten wir es nicht gerade mit Diebstahl zu tun? Keine Ahnung. Wunderbar. Mimo. Unin. Unbekannt. Zu super lachen. Eben warst du noch nicht hier. Das ist keine Goldkette. Habe ich eigentlich nicht. Ich muss mir hier alles merken oder was? Hi. Wissen. War sogar der Richtige. Da brauchst du keine Übersetzung für. Gut, ich gehe mal Richtung Renikro-Korb oder Wunderum-Korb. Hier kann ich auch nicht helfen, ne? Kopf ist geschlossen, Horror. Die Gauner von dem Helden hat mir eine defekte Batterie verkauft. Willst du da jedes Mal bitte mich zuhören? Wenn die Rechte nicht auf Patrouille, werde ich auf den Rücken gehen.
Das ist keine Goldkette. Das sind Goldkette. Hier wird auch noch eine. Kannst du nicht spielen. Das kann man nicht so wie dich. Das ist das Geschwätter, aber für kurze Zeit. Machen wir gleich wieder auf. Okay. Was ist eine Goldkette? Ich hab zu tun, was willst du? Woher hast du das? Oh, du bist bei den Außenwelten mein Kontakt? Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Neocorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und wird schwer überwacht. Die kontrollieren jeden, der das Gelände betritt, und schicken jeden weg, der keine Arbeit ist. Hier meine Idee. Besorgt mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Perfekt. Die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche aber noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Nö, noch nicht. Ah, vielleicht kann ich ja hier rein. Ich kann den Laden betreten, während er aufgestockt wird. Könnte noch eine Weile dauern. Aber wir haben hier Helme. Komme ich hier auch nicht. Oh Mann. Das war ja albern. Ich bin der Wiefe der Karton, den du hier genau hinstellst. Auch egal. Und da ist mein Spiel abgestürzt. Kann ich den da? Den interessiert genau null, dass ich hier drin bin, ja? So, ich habe einen Mauer bei der Helm. Eben ist das Spiel abgestürzt und jetzt geht's weiter. Hey Blazer! Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Zieh mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Die sind klasse. Ein bisschen enger in der Taille, aber es wird schon gehen. Okay, spring in die Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Klar. Na dann. Folgen wir doch mal diesen Weg und ich weiß keine Ahnung wohin, warum. Ich soll die Atombatterie. Und ich kann die Kamera ein bisschen steuern.
Jetzt guckt er sich das an. Go, go, go. Die Kamera bleibt draußen stehen. Und ich blicke mich hier ein bisschen um. Wieder hochspringen kann aber nicht.